Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zur Funktionalanalysis. Es ist jetzt fast ein Jahr her, dass das letzte Kapitel kam. Und ich glaube, da hat so ziemlich keiner, ich auch nicht mit gerechnet, dass da noch irgendwann mal was kommt. Aber mittlerweile hatte ich mal wieder genug Zeit, mich hinzusetzen, ein bisschen was vorzubereiten und alles so aufzubauen, dass es auch hinterher mathematisch einen Sinn ergibt, sodass das jetzt ein in sich geschlossenes Video sein kann. Was eventuell auch einfach daran liegt, dass ich wieder mal ein Jahr weiter studiert habe und viele Sachen, die mir vor einem Jahr noch recht schleierhaft waren, mittlerweile dann doch relativ vertraut sind, sagen wir es einfach mal so. Was wollen wir heute machen im Wesentlichen? Also ich versuche das jetzt nicht mehr als Zeitsprung zu sehen, sondern beim letzten Mal haben wir uns ja im Wesentlichen mit so ein paar topologischen Grundbegriffen auf Mengen beschäftigt. Und da haben wir ja so Grundbegriffe eingeführt wie offen, abgeschlossen, dicht. Und heute wollen wir schon wieder mehr in die Richtung Funktionalanalysis gehen und diese ganz charakteristischen Funktionenräume der Funktionalanalysis, wo wir uns sehr häufig mit beschäftigen, wenn wir über Funktionalanalysis sprechen, einführen, nämlich die sogenannten LP-Räume. So, und das Ding ist jetzt, da müssen wir ein bisschen ausholen, weil diese LP-Räume, die fallen leider nicht vom Himmel. Was wir schon mal gemacht hatten, wir hatten in Kapitel 1 schon mal so einen kleinen Ausblick auf diese LP-Räume gegeben. Und da möchte ich kurz wieder einsteigen und quasi einmal ein wenig wiederholen. Was hatten wir denn schon überhaupt uns überlegt ursprünglich? Und da sei mal erinnert an die Gleichung 1.6 im Skript, das mittlerweile auch wieder verfügbar ist. Das sagte uns, okay, diese LP-Räume, damals noch als x gekennzeichnet, die definieren wir als folgende Menge. Wir nehmen uns einfach Abbildungen f, die den Rn nehmen und in die reellen Zahlen abbilden. Und für die gelten soll, dass das Integral über den gesamten Rn über den Betrag f von x hoch p dx kleiner als unendlich sein soll. Für p in 1 bis unendlich. Wobei der Fall unendlich tendenziell sogar eintreten könnte, nur halt hier nicht sauber definiert wäre, wenn wir ihn zulassen sollen. Das werden wir im Rahmen dieses Kapitels auch machen. Streng genommen müsste man jetzt hier eigentlich noch eine p-te Wurzel rausziehen, damit da wirklich eine Norm steht. Uns ist aber natürlich die Eigenschaft, wenn etwas so schon endlich ist und ich es dann hoch 1 durch p nehme, sowieso wieder endlich ist, völlig egal letzten Endes. Das heißt, dieser Ausdruck ergibt schon in sich Sinn, aber das ist nicht das allgemeine Level des LP-Raums, was wir in der Regel brauchen werden, weil da muss man ein bisschen tiefer reinsteigen, um überhaupt zu erkennen, dass das ein sehr universelles Konzept, möchte ich mal sagen, ist. Ihr werdet es wahrscheinlich wieder hören, ich bin immer noch ein wenig erkältet. Lasst euch davon einfach erstmal nicht so weit abschrecken. Jetzt bevor wir diese LP-Räume wirklich definieren können, müssen wir eigentlich eine Stufe darunter anfangen, und zwar mit sogenannten geschwungenen LP-Räumen. Die nenne ich jetzt so, die zeichnen sich in der Notation halt dadurch aus, diese LP-Räume, die wir hinterher haben wollen, das ist wirklich ein normales, großes L. Und diese geschwungenen L-Räume, die werden wir durch so ein entsprechend geschwungenes L kennzeichnen, und die werden sich hinterher um Nuancen unterscheiden, aber es sind leider wichtige Nuancen, zumindest mathematisch gesehen. Und deshalb fangen wir jetzt an mit der Definition 3.1. Und die wird genau diese geschwungenen LP-Räume definieren. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, ich benutze ein neues Zeichenprogramm mit ein paar neuen Features. Das ist alles unten in der Beschreibung, wo es herkommt, wem es eigentlich gehört und was alles dazugehört. Das passt soweit alles. Was wollen wir jetzt also machen? Wir wollen uns beschäftigen mit dem geschwungenen LP-Raum, also mit dem Viech. Ich denke mal, das ist relativ gut abgesetzt von dem normalen L. Das muss ich halt nur im Kopf behalten. Und dafür nehmen wir uns jetzt im Wesentlichen folgende Voraussetzung. Wir nehmen uns erstmal wieder so ein P, das jetzt in diesem Moment noch nicht unendlich sein sollte. Den Raum L unendlich, den definieren wir am Ende, und da gehen wir auch am Ende nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Aber hier sollte es erstmal kleiner unendlich sein. Und wir nehmen uns einen Körper. Der kann prinzipiell natürlich auch wieder völlig beliebig sein. Man kann das in Allgemeinheit definieren, nur uns interessieren erstmal nur die reellen oder die komplexen Zahlen. Das ist erstmal das, womit wir uns beschäftigen wollen. Das ist übrigens kein verkapptes Alpha hier, sondern das ist einfach nur so ein stilisiertes K. Jetzt brauchen wir eine Menge Omega in diesem Körper. Und wir brauchen eine Sigma-Algebra. Da muss jetzt kein Strich hin, sondern da muss jetzt ein Sigma hin. Also wir nennen ein Groß Sigma, soll jetzt eine Sigma-Algebra in dieser Menge Omega sein. Falls jetzt diese Begriffe
speziell Probleme bereiten, dann sei auf diesen Anhang A, der auch verlinkt sein sollte, zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video entsteht, verwiesen. Da sind nochmal so ein paar grundtheoretische Sachen zur Maßtheorie und zur Konstruktion des Lebesgueschen Maßes drin. Da wollte ich aber kein eigenes Video zu machen, weil das ist sehr spärlich. Falls es da irgendwie Grundlücken gibt, die es zu füllen gilt, dann empfehle ich an dieser Stelle wirklich mal einen Blick in die Maßtheorie von Elstrott. Da steht alles sehr sauber drin. Man kann aber auch, wenn man möchte, und vielleicht den Zugang mehr anerkennt oder mehr schätzt, sich ein Stochastikbuch nehmen und dann da halt entsprechend nachschlagen, wie Sigma-Algebren definiert sind und wie diese Maßtheorie in der Sprache der Wahrscheinlichkeitstheorie formuliert wird. Das kann teilweise helfen, weil da gibt es sehr schöne Dualitäten zwischen. Da kann man eventuell in diesen maßtheoretischen Sachen besser reinkommen als mit so einem Buch, das sich jetzt nur auf diesen maßtheoretischen Aspekt konzentriert, sag ich mal. Prinzipiell ist eine Sigma-Algebra aber nichts anderes als ein Mengensystem. Vielleicht kennen das einige von euch aus der Topologie, da gibt es auch Mengensysteme, die heißen da Filter, die erfüllen verschiedene Voraussetzungen. Ein Mengensystem ist aber auch schlichtweg sowas wie eine Potenzmenge, das kann man sich vielleicht sehr ähnlich vorstellen. Und tatsächlich ist die Potenzmenge eine Sigma-Algebra. Und das heißt im Prinzip nichts anderes, als dass zumindest mal die leere Menge drin sein soll, der ganze Raum soll drin sein. Wenn eine Menge drin ist, ist das Komplement drin, das ist soweit klassisch. Was jetzt aber wichtiger ist, ist die dritte Eigenschaft, und das ist sogenannte Sigma-Additivität. Wenn ich Mengen, und zwar abzählbar viele Mengen in dieser Sigma-Algebra habe, dann ist die Vereinigung dieser abzählbar vielen Mengen auch wieder in der Sigma-Algebra drin. Und das ist tatsächlich der große Unterschied zu dem allgemeineren Konzept Mengenalgebra, die man vielleicht in der Analysis dreimal behandelt, dass die Sigma-Algebra halt wirklich von den Mengenalgebren abgrenzt. Und deshalb ist es hier im Raum oder im Terminus der Maßtheorie wichtig, eine Sigma-Algebra zu haben, weil in dieser Sigma-Algebra liegen hinterher quasi unsere messbaren Mengen bezüglich des auf diesem Raum eingeführten Maßes. Das ist am Anfang wirklich ein bisschen abgespaced. Wenn man das jetzt das erste Mal hört, wird man das überhaupt nicht nachvollziehen können. Wie gesagt, dann sollte man sich in diesen Hinsicht und in dieser Hinsicht mal noch ein bisschen in die Maßtheorie einlesen, weil sonst ergibt das auch nicht wirklich viel Sinn, sich mit der Funktionalanalysis großartig zu beschäftigen, weil es halt wirklich an einigen Stellen, wir werden das später auch noch sehen in diesem Video, schlichtweg die Maßtheorie voraussetzen muss, um überhaupt Aussagen zu treffen und zu beweisen. Also wir nehmen jetzt erstmal hin, dass dieses Sigma eine Sigma-Algebra, das ist ein Sigma, ne? Ein großes Sigma soll eine kleine Sigma-Algebra sein. So rum ist es richtig. Und jetzt brauchen wir noch ein Maß. Und das basteln wir uns jetzt einfach, indem wir sagen, wir nehmen uns eins. Und zwar sagen wir, dass Omega, also diese Teilmenge des Körpers, zusammen mit der Sigma-Algebra und einem Maß μ ein Maßraum sein soll. Das können wir ja erstmal einfach voraussetzen, weil die Maßtheorie sagt uns dankenswerterweise, ein solches μ existiert. Aber das ist, wie gesagt, nicht Hauptzweck dieses Videos, also sei ein Maßraum und das Gamma, das μ, Entschuldigung, und das μ sei positives Maß. Was das jetzt im Genauen heißt, das kann man auch nochmal nachlesen. Das ist erstmal nichts Dramatisches, es sagt im Wesentlichen einfach nur, dass das Maß nicht negativ wird. Gut. Und jetzt kann man diese geschwungenen LP-Räume definieren. Das ist erstmal relativ simpel. Man schreibt sie jetzt nämlich einfach hin, und zwar in relativer Dualität zu dem, was wir hier oben schon gemacht haben. Und zwar sagen wir einfach, wir definieren jetzt LP, nicht in der Allgemeinheit, ich schreibe es jetzt nur mal so hin, damit wir hinterher wissen, worüber wir reden, als LP auf diesem Maßraum. Also wir müssen das abhängig machen von diesem Triple aus Omega, der Sigma-Algebra und dem Maß. Und dann können wir sagen, es ist Folgendes. Es ist nämlich einfach die Menge aller F, die von Omega in diesem Körper K reingehen. Da ist es uns jetzt wieder egal, ob das die reellen oder die komplexen Zahlen sind. Und es soll halt erfüllen, dass F bezüglich der Sigma-Algebra messbar ist. Das ist quasi die Dualität hier oben, weil solche Mengen, die diese Ungleichung erfüllen, heißen gerade Lebesgue messbar bezüglich der p-ten Potenz sozusagen. Und was sollen sie noch erfüllen? Sie sollen diese Normeigenschaft erfüllen, dass die LP-Norm, also das Ding hier oben hoch 1 durch p, dass das kleiner ist als unendlich. Das heißt, wir wollen uns auf messbare Mengen beschränken, weil sonst können wir keine sinnvolle Integrationstheorie betreiben. Und wir wollen uns sogar noch auf diese messbaren Funktionen beschränken, die halt eine Norm kleiner unendlich haben. Das wird in der Funktionalanalyse nach hinten raus immer wieder eine wichtige Rolle spielen, weil wir werden hinterher in der Operatortheorie sehen, dass wenn ein Operator durch eine Konstante beschränkt wird, dass er dann automatisch stetig ist. In der Norm beschränkt das.
Das ist tatsächlich eine recht wichtige Eigenschaft, die wir da haben. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie man in diesem Programm die Seite erweitert. Ich bin halt perfekt vorbereitet, wie immer. Das kennt er ja von mir. Scheint einfacher zu sein, als ich das denke. Ah, da. E. Na gut. Das kriegen wir hin. Ah, scrollen. Okay. Auch das kriege ich hin. Gut, diesen LP-Räumen geben wir jetzt hier mal im Folgenden eine Nummer, damit wir das im Skript verfolgen können. Das ist die Nummer 3.1. Und jetzt kriegt ein Raum nochmal eine ausgezeichnete Bedeutung, nämlich dieser L1-Raum. L1 von Omega Sigma μ, das ist der sogenannte Raum der μ-integrierbaren Funktion. Das ist irgendwie sinnvoll, weil was heißt L1? L1 heißt ja einfach, wir haben hier oben in dem Ausdruck der LP-Norm einfach p gleich 1 stehen. Das heißt, hier steht das Integral über Rn Betrag f hoch 1 und dann quasi die erste Wurzel daraus, also wir ändern nichts daran. Das heißt, in L1 sind gerade die Funktionen, die halt über R hoch n betragsmäßig absolut integrierbar sind. So, und da der Rn Banachraum ist, ist eine absolut integrierbare Funktion in dem Sinne μ integrierbar bezüglich dieses allgemeineren Maßes, wenn man das eben in die Maßtheorie einbettet. Klingt ein bisschen verschwurbelt am Anfang, ist aber erstmal alles nicht so tragisch. Also das Ding nennen wir einfach μ integrierbare Funktion. Das hier gerade übrigens der Cursor hin und her switcht. Liegt daran, dass ich teilweise mit dem Tablet arbeite, teilweise mit der Maus. Ich denke, auch das ist verschmerzbar. So, jetzt wollen wir erstmal einen kurzen paar Bemerkungen zu diesen Räumen machen. Damit man mal so ein paar Eigenschaften vielleicht schon erkennt, die in Dualität zu den bereits definierten Räumen waren. Und dementsprechend vielleicht ganz wichtig sein könnten. Also A, ich mache das jetzt nur so stenografiemäßig, diese LP-Räume sind noch nicht die LP-Räume. Also geschwungen LP ist tatsächlich etwas anderes, als wenn wir da so ein großes L stehen haben, weil da gibt es tatsächlich Unterschiede, die wir allerdings noch begründen werden müssen. Ohne Einschränkung können wir diesen Maßraum immer als vollständig annehmen. Das heißt, wenn wir eine Nullmenge in Maßraum haben, das heißt, wenn wir A in diesem Maßraum Omega haben und das Maß dieser Menge A ist 0, dann folgert daraus, oder dann folgt daraus, wenn dieses Omega eben ein vollständiger Maßraum ist, dass μ von b gleich 0 ist für alle Teilmengen von a. Das heißt, wenn ich eine Teilmenge einer Nullmenge nehme, ist das immer noch eine Nullmenge. Das kann passieren, beziehungsweise das Gegenteil kann passieren, wenn man eben einen Maßraum hat, der nicht mehr vollständig ist. Was vollständige Räume sind, das hatten wir ja in Kapitel 1, glaube ich, schon mal gesagt. Das heißt einfach nur, dass der Abschluss des Raums der Raum selber ist. Beziehungsweise man kann das auch noch über Folgen definieren, das ist alles nicht so dramatisch. So, und jetzt können wir nochmal zurückkommen zu den Formeln, die wir am Anfang kurz angegeben haben, zu diesem ursprünglichen LP-Raum in Gleichung 1,6 beziehungsweise Beispiel 1,16. Da haben wir spezielle Wahl getroffen sozusagen. Das ist Teil D in der Definition, Teil C sagt nur, wir können auch hier Omega, Mu und Sigma weglassen, wenn klar ist, was gemeint ist, das möchte ich jetzt nicht aufschreiben. Was haben wir denn hier oben gemacht? Naja, wir haben offensichtlicherweise einen Maßraum festgelegt. Das heißt, wir haben den Spezialfall betrachtet, wie damals in Kapitel 1 auch schon gesagt. Und zwar haben wir folgenden Maßraum festgelegt für diese Gleichung 1,6. Wir haben gesagt, okay, unser Omega Sigma μ, das ist nichts anderes als R hoch n. Das ist unser ursprünglicher Raum. Darauf haben wir uns eingeschränkt auf Lebesgue-messbare Mengen. Die zeichnet man kanonischerweise mit m von Rn. Und wir haben als Maß halt das Lebesgue-Maß genommen. Das zeichnen wir normalerweise mit Lambda aus. Streng genommen haben wir genommen das Maß Lambda hoch n. Das ist aber erstmal nicht so wichtig. Weil wenn wir im n-dimensionalen Raum das Lebesgue-Maß niedriger Dimension nehmen, dann bekommt plötzlich jede Menge das Maß 0. Das ist, weil es einfach nicht mehr fassbar ist quasi. Gut, das wären soweit die Bemerkungen zu dieser unmittelbaren Definition der geschwungenen LP-Räume.
Jetzt ist im Skript ein kleines Beispiel drin zu Folgenräumen. Das möchte ich hier nur kurz anreißen. Und zwar kann man ein ganz simples Maß definieren, das aber tatsächlich in der Theorie hinterher gewichtige Anwendungen hat. Und zwar kann man das folgendermaßen machen. Wir nehmen uns so eine Teilmenge der natürlichen Zahlen. Und die natürlichen Zahlen bilden jetzt unser Omega, also unseren Maßraum sozusagen. Und wir definieren jetzt μ von a einfach als die Mächtigkeit der Menge a. Das, was da rauskommt, das nennen wir Zählmaß. Zählmaß deshalb, weil man einfach, wenn man eine Menge a hat, die in den natürlichen Zahlen drin liegt, man einfach die natürlichen Zahlen hiermit zählt, beziehungsweise die Elemente zählt. Und dieses Maß induziert jetzt folgende Räume, die wir als klein lp kennenlernen, die wir vielleicht auch in späteren Videos nochmal ein wenig genauer betrachten wollen. Das sind eben alle Folgen, die wir jetzt im Kurzschreiben x. X steht einfach für so eine Folge, die von j gleich 0 bis unendlich schießt, das heißt eine ganz normale kanonische Folge. Und für die soll die Norm von x, die wir jetzt definieren, als die Summe, beziehungsweise die Reihe, j gleich 0 bis unendlich. Dann nehmen wir jede Koordinate quasi, man kann sich das hier so vorstellen wie einen unendlich dimensionalen Vektor. Und das Ganze nehmen wir hoch 1 durch p, ziehen also die p-te Wurzel daraus, dass das eben kleiner ist als unendlich. Und wenn man sich das jetzt genau anguckt, das ist gerade ein diskretisiertes Integral. Weil das ist gerade das Integral über den Maßraum, wenn wir so wollen. Nur wenn wir über die natürlichen Zahlen integrieren, ist das Integral immer eine Reihe. Kann man sich so vorstellen. Das heißt, das ist ein Raum, der verhält sich stark dual zu den LP-Räumen. Da gibt es auch eine eigene Theorie zu. Das möchte ich hier allerdings an dieser Stelle nicht fokussieren. Das kann man nachlesen zum Beispiel in Caballo. Das ist relativ kurz gehalten. Das sind aber auch Räume, die spielen in jedem Buch, das sich ernsthaft mit Funktionalanalysis beschäftigt, tatsächlich eine Rolle. Das kommt einfach mal so vor. Die kommen auch mal in der Topologie vor ab und zu. Also wer da vielleicht mal Interesse hat, der kann auch in der Richtung mal nachschauen. Das ist alles relativ überschaubar. Aber das ist eine sehr interessante Theorie, wenn man da genauer reinguckt. Dann kann man zum Beispiel zeigen, dass wenn der ursprüngliche Maßraum vollständig ist, dass dann auch dieser induzierte L-Omega-Raum vollständig ist, also insbesondere Banach-Raum, Eigenschaft sich überträgt. Man kann zeigen, dass L2 der einzige Hilbert-Raum ist, bis auf Isomorphie. Das werden wir hinterher in den Groß-LP-Räumen auch nochmal sehen. Das ist nämlich wirklich exakt dual gehalten, was da an Informationen hintersteckt. Jetzt wollen wir im Wesentlichen dazu hinkommen, ja gerade die Groß-LP-Räume hinzuschreiben und zu definieren, was die Groß-LP-Räume eigentlich sind. Bevor wir das tun, wollen wir aber zwei wichtige technische Ungleichungen beweisen, die immer mal wieder eine Anwendung finden. Und das ist zum einen die sogenannte Hölder-Ungleichung, die ist extrem wichtig, weil die entspricht quasi der Submultiplikativität der Norm L1. Das werden wir uns gleich genau angucken. Und was wir auch noch herleiten wollen, das ist die Minkowski-Ungleichung. Und die ist tatsächlich auch wichtig, weil die sieht so ähnlich aus wie die Dreiecksungleichung, verhält sich auch ähnlich, ist aber im Beweis tatsächlich ein bisschen anders. Und wir wollen anfangen mit der Hölder-Ungleichung. Und das ist unser Satz 3,4. So, und da werden wir jetzt auch gleich tatsächlich mal das erste Mal so eine neue Beweistechnik kennenlernen, weil das ist ein Beweis, der wirkt auf den ersten Blick irgendwie gar nicht mal so logisch oder gar nicht so stringent. Denn da muss man tatsächlich ein bisschen durcharbeiten, damit das funktioniert. Was nehmen wir uns vor als Voraussetzung? Wir wollen irgendwie zwei Funktionen miteinander in Beziehung setzen, die verschiedene PQs haben, die aber natürlich wieder zwischen 1 und unendlich liegen sollen, wobei natürlich jetzt das unendlich dazugehören soll. Weil wir wollen jetzt auch Aussagen treffen zu dem Groß L unendlich, der sich in kanonischer Art und Weise fortsetzen lässt, wie wir das schon gemacht haben. Man nimmt einfach das Maximum bzw. das Suprem dazu. Wir wollen zudem, dass diese P und Qs zueinander konjugiert sind. Das heißt, wir wollen 1 durch P plus 1 durch Q soll 1 sein. Das heißt, P und Q sind konjugiert. Also konjugierte Zahlen. Warum die konjugiert heißen, das wollen wir an dieser Stelle nicht großartig weiter vertiefen. Das kann man auch in der Literatur mal finden. Das ist alles nicht so das Problem. Jetzt wollen wir ein F haben, das in dem
geschwungen LP liegt von irgendeinem Omega μ, also irgendein Maßraum. So dass wir wissen halt nur, wir haben jetzt einen Maßraum, den können wir nach Bemerkung 3.2 immer mal als vollständig annehmen und wir haben darauf ein positives Maß μ. Das soll uns erstmal reichen. Und jetzt wollen wir noch ein G haben, das im geschwungen LQ von diesem Omega μ liegt. Das sind unsere Voraussetzungen. Und was wollen wir daraus folgern? Wir wollen daraus folgern, dass im Wesentlichen Folgendes gilt. Da muss ich kurz husten. Daraus wollen wir folgern, dass erstens das Produkt F mal G, dass das in geschwungen L1 liegt. Von Omega μ. Und dass zweitens eine Abschätzung gilt. Und deshalb heißt das Ding nämlich eigentlich Hölder-Ungleichung. Was soll nämlich gelten? Ich möchte die Norm von F mal G. Worin muss ich die Norm messen? Ja gut, nach Teil 1 weiß ich, F mal G liegt in L1. Also liegt es hier nahe, die L1-Norm zu nehmen, die immer noch nicht geschwungen sein braucht. Warum die nicht geschwungen sein braucht, das muss ich nach hinten raus auch wieder aufklären. Wird sich auch. Und das Ganze soll kleiner gleich sein als die Norm von F. F lebt aber ja in LP, das heißt hier können wir die LP-Norm nehmen, mal G in der Norm und G lebt in LQ, geschwungen LQ, also können wir hier die LQ-Norm nehmen. Das Ding hat Formel Nummer 3.3. Jetzt hätten wir eigentlich auch eine Formel 3.2 haben müssen, haben wir auch, das war nämlich hier diese kleine LP-Räume, damit das vollständig ist. So, das ist die Aussage. Machen wir uns das kurz mal klar. Also diese beiden Exponenten sind konjugiert. Sind keine Exponenten, Entschuldigung. Diese beiden Zahlen sind konjugiert. Das heißt, so anschaulich gesagt, macht das hier unten schon mal Sinn. Weil dadurch, dass sie konjugiert sind, erwarte ich irgendwie, dass der Zusammenhang hier was mit L1 zu tun hat. Und das hier unten ist dann entsprechend eine logische Folgerung. Rein heuristisch gesehen. Und das werden wir jetzt beweisen. Dazu muss ich hier mal kurz ein paar Blätterchen sortieren. Weil ich arbeite ja wieder analog mit Blatt Papier. Und den Beweis, der unterteilt sich jetzt grob in drei Schritte. Der Beweis ist jetzt auch relativ nah an Caballo, allerdings doch ein bisschen umformuliert und umgeschrieben. Aber da kann man den ähnlich finden, nur halt anders nummeriert. Also was wollen wir tun? Wir wollen das Ding jetzt hier beweisen. Das ist erstmal das Erste. Und der erste Schritt ist jetzt, wir schließen erstmal ein paar Fälle aus. Und zwar, was schließen wir zunächst mal aus? Wir wollen zunächst mal abarbeiten den Fall, dass P gleich 1 ist. Also quasi den Basisfall. So, was heißt P gleich 1 denn für unsere Exponenten? Die Dinger sollen ja konjugiert sein. So, wenn ich jetzt hier eine 1 stehen habe, dann muss 1 durch Q 0 werden. Das ist eine Gleichung, die sieht für jeden Mathematiker erstmal nicht gut aus. Dadurch, dass wir allerdings diese Zusatzhinweise haben, dass P und Q explizit unendlich sein dürfen, wir uns also in einer erweiterten reellen Zahlenebene bewegen, können wir daraus folgern, dass Q unendlich sein muss. Das sind so Dinger, da muss man sich tatsächlich dran gewöhnen, weil das ist arg neu quasi von der Form her. Das sind aber tatsächlich in sich geschlossene Regeln, die halt wirklich Sinn ergeben, wenn man sie formuliert. Man kann das zum Beispiel vergleichen mit der Funktionentheorie, wenn man da die erweiterte komplexe Zahlenebene, also die Riemannsche Zahlenkugel betrachtet, dann bekommt unendlich tatsächlich auch da eine zugegebene Bedeutung. Und im allgemeineren topologischen Kontext kann man das immer als sogenannte Vervollständigung oder Kompaktifizierung von topologischen Räumen sehen. Denn wenn diese existiert, dann gibt man quasi einem ausgezeichneten Element unendlich einen Namen. Und das haben wir hier quasi getan. Und jetzt haben wir eben den Fall, dass P gleich 1 und Q gleich unendlich ist. Und das müssen wir jetzt irgendwie wegdiskutieren. Und damit wir das wegdiskutieren können, müssen wir uns kurz eine kleine Vorüberlegung machen. Und zwar für Phi aus dem geschwungen L unendlich von Omega μ gilt Folgendes. Also für K aus N zusätzlich noch gilt Folgendes. Und zwar können wir den Betrag Phi angewandt auf T, den können wir nach unten abschätzen, nach oben abschätzen, durch die Norm von Phi selber in der L-Unendlich-Norm, plus so ein bisschen, also plus 1 durch K. Das ist eine Definition, beziehungsweise eine Folgerung, die ergibt sich relativ sofort aus der Definition der L-Unendlich-Norm. Allerdings gilt das nicht für beliebige Mengen, sondern das gilt nur auf Nullmengen. Also für T aus AK. AK soll eine Teilmenge des Maßraums sein.
Und was soll zusätzlich gelten? Das Ding soll eine Nullmenge sein, also bezüglich des Maßes μ soll das Ding Maß 0 haben. Das heißt, diese Abschätzung können wir quasi vornehmen auf entsprechende Nullmengen bezüglich unseres Maßes. Denn was bedeutet das hier einfach nur? Wir wollen sagen, okay, auf so einer Nullmenge, also auf irgendwas wie Q in R zum Beispiel, das wäre eine Lebesgue Nullmenge, können wir unseren Phi, das ja in L unendlich liegt, abschätzen durch seine Norm, also durch das Maximum auf dieser Nullmenge, plus so ein bisschen Rest. Das heißt, wir deckeln das quasi einmal nach unten und ergänzen das, was fehlt. Das ist so die generelle Idee dabei. Jetzt ist Omega ein Maßraum. Das heißt, es erfüllt diese Sigma-Additivität. Das heißt, wenn ich jetzt A definiere als die Vereinigung K in N, sogar K in N 0, wenn man möchte, das ist aber nicht so wichtig, das heißt, wir lassen die 0 mal weg, über diese AKs, und die AKs sind alle Nullmengen, dann ist das wieder eine Nullmenge durch diese Sigma-Additivität. Streng genommen ist das eine μ-Nullmenge, ne, weil wir haben ja hier das Maß μ. Was möchten wir jetzt damit tun? Wir möchten damit jetzt quasi diese Normabschätzung, diese Betragabschätzung phi angewandt auf t noch ein bisschen verschärfen. Denn damit, dass jetzt diese Vereinigung eine Nullmenge ist, können wir sagen, okay, der Betrag phi angewandt auf t, der ist sogar kleiner gleich der L-unendlichen Norm von phi für fast alle t aus Omega. Und das ergibt auch durchaus Sinn, weil was heißt für fast alle? Naja, bis auf endlich viele oder im maßtheoretischen Sinne bis auf eine μ-Nullmenge. Und wir haben hier ja gesagt, okay, diese Abschätzung gilt auf eine Nullmenge, und zwar für jedes k aus n. Jetzt ist die Vereinigung all dieser k aus n über ak ja wieder eine Nullmenge. Und auf dieser Nullmenge gilt dann natürlich diese Abschätzung, nur dass hier eine Summe steht vorsteht. So. Und das heißt, wenn ich jetzt von dieser Nullmenge weggehe, also für fast alle t aus Omega, dann kann ich das 1 durch k weglassen. Das heißt, ich habe hier diese Abschätzung, das heißt, ich kriege phi angewandt auf t, für t aus Omega quasi, sofort abgeschätzt durch die L-Unendlich-Norm. Und das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Und der Schritt ist tatsächlich jetzt fürs weitere Fortschreiten so wichtig, dass der ein Nummerchen kriegt, also hier so ein Sternchen. Solche Sternchen, zwei Sternchen, die werden immer im Beweis organisiert sein. Und wenn ich dann hinterher nochmal auf so einen Stern zurückgreifen will, dann muss ich halt noch dazu sagen, in welchem Beweis das stand. Aber das sollte man hinbekommen. Das ist nämlich sinnvoller, als die Sternchen durchzunummerieren. Das führt nämlich zu Chaos. So, und jetzt überlegen wir uns Folgendes. Was passiert, wenn ich diese Tatsache, die wir jetzt in Sternchen haben, mal auf das Produkt von f und g anwende? Das heißt, ich betrachte jetzt den Betrag f von t, g von t. So. Das ist jetzt ja erstmal aufgrund der Betragseigenschaften, weil wir haben ja den Betrag als Norm festgestellt, das ist erstmal der Betrag von f von t mal den Betrag von g von t. So, und jetzt ist ja, jetzt müssen wir gucken, was war die Voraussetzung für diesen Fall. Das q ist gleich unendlich und das g lebt in L, geschwungen lq. Das heißt, hierauf kann ich das Sternchen anwenden. Das heißt, das ist sofort kleiner gleich der Betrag von f angewendet auf t mal die L-Unendlich-Norm angewandt auf g. Das ist das, was wir da rausziehen, und zwar μ fast überall. Also μ fast überall ist jetzt quasi eine andere Schreibweise dafür, dass dieses fast überall bezüglich einer μ-Nullmenge gelten soll. So, und was können wir daraus jetzt ziehen? Naja, wir können jetzt hier drüber integrieren, und zwar über den gesamten Maßraum. Das heißt, wir bekommen Folgendes raus. Das Integral über Omega, Betrag f von t, Betrag g von t, das können wir quasi auseinandergezogen lassen, jetzt aber d μ, weil wir haben ja μ als Maß, das können wir kleiner gleich abschätzen, dieser Konstanten, das ist ja konstant, hat mit dem Integral überhaupt nichts zu tun, mal das Integral Omega. Und jetzt steht da Betrag f von t d μ. Und das ist gerade die L1-Norm. Und da f in L1 liegt, ist das kleiner als unendlich. Also hier geht f in geschwungen L1 von Omega μ ein. Das ist ein sehr komisches μ. Aber da steckt im Wesentlichen der ganze Arbeitsschritt hinter. Naja, und das heißt, das hier, das ist ja die 1-Norm von f mal g, das ist kleiner als unendlich. Und das existiert. Und damit haben wir f mal g in L1 für diesen Fall.
Das heißt in dem Fall, dass uns quasi P und Q in diese Extremfälle entarten, haben wir auf jeden Fall schon mal diese Aussage 1, dass das Produkt L1 ist. Das haben wir schon mal gerettet. Und jetzt können wir im zweiten Schritt gucken, was passiert in den normalen Fällen. Also der zweite Schritt. Da müssen wir jetzt gucken, was passiert mit 1 kleiner pq, kleiner unendlich, also mit den Restfällen, wo wir alles im sauber definierten Unendlichen haben. Ja gut, jetzt müssen wir erstmal so ein paar Überlegungen treffen. Die purzeln jetzt auch so ein bisschen vom Himmel, aber natürlich ist die Hölder-Ungleichung keine Ungleichung, die mal eben so zwischendurch bewiesen wird, sondern da stecken ein paar Ideen hinter. Und zwar, was wollen wir jetzt tun? Wir wollen uns zunutze machen, dass die Exponentialfunktion konvex ist. So, wie machen wir das? Wir nehmen uns erstmal a, b größer 0. Wenn wir a, b größer 0 wollen, dann können wir zum Beispiel sagen, x können wir definieren als den log a und y können wir definieren als den log b. Dadurch, dass die beiden größer 0 sind, sind die Terme ja wohl definiert. Das kann man so machen. Jetzt ist die Exponentialfunktion konvex. Also exp, nee, das e muss dann klein sein. Also exp ist von r nach r ist konvex. Was heißt konvex nochmal? Ja, dazu malen wir uns am besten mal eben die Exponentialfunktion so grob auf. Denn was tut die im Wesentlichen? Ja, die nimmt einfach nur den ganz normalen Verlauf einer Exponentialfunktion. Na, das ist jetzt zu viel geglättet, verdammt mich. Lassen wir es mal so stehen. Man könnte das auch in Kreisbogen glätten, ne? Also besser. So. Ich mag dieses Programm, das ist wunderbar. Was heißt jetzt konvex? Naja, gut, wenn ich hier zwei Punkte markiere und dazwischen die Sekante ziehe, dann liegt diese Sekante überhalb des Graphen. Das ist die Anschauung von Konvexität. Man kann das genau definieren, das ist eine Analysisgeschichte. Möchte ich an dieser Stelle jetzt nicht genau darauf eingehen. Wichtig ist nur, dass diese geometrische Eigenschaft mal im Kopf bleibt. Das Ding ist konvex. Das kann man ziemlich leicht nachweisen, vor allen Dingen, wenn man erstmal einen Hilfssatz hat, dass eine Funktion konvex ist, wenn die zweite Ableitung größer 0 ist. Und das können wir jetzt mal überlegen, anwenden auf a mal b. Denn was ist a mal b jetzt ausgedrückt? Naja, a mal b. Jetzt weiß ich, x ist log a, also ist a e hoch x. Die Dinger sind bijektiv, also ist das e hoch x mal e hoch y. Jetzt haben wir für die Exponentialfunktion die Funktionalgleichung, dass wenn ich e hoch x mal e hoch y nehme, dass da e hoch x plus y rauskommt. Dadurch ist die Exponentialfunktion sogar fast eindeutig festgelegt. Und jetzt wende ich an, dass das Ding ja konvex ist. Das heißt, das ist kleiner gleich 1 durch p mal die Exponentialfunktion angewandt auf p mal x. Und das gleiche kann ich natürlich mit dem y machen, nur damals mit q. Und da q und p zwischen 1 und unendlich liegen, ist das wohl definiert und mit der Konvexität verträglich. Das muss man sich einmal klar machen. Und jetzt ist exp von px, dadurch, dass x log a ist, nichts anderes als 1 durch p mal a hoch p. Und das hier hinten ist nichts anderes als 1 durch q mal b hoch q. So. Das ist quasi so eine Zwischenüberlegung, die wir machen. Und die Zwischenüberlegung kriegt mal das 2-Sternchen. So, jetzt muss ich mal eben kurz wieder zweimal E drücken. Diese Zwischenbemerkung 2 Sternchen ist auch richtig für a, b gleich 0. Für a, b gleich 0 haben wir nur das Problem, dass wir das nicht auf diesen Weg hier oben kriegen, weil da müssten wir den Logarithmus von 0 nehmen. Das heißt, das wäre ein problematischer Fall. Aber wenn wir uns das angucken, was steht hier? Hier steht dann 0 und 0 ist kleiner gleich. Ja, 0 plus 0. Das heißt, das stimmt trivialerweise auch für a, b gleich 0, nur man kriegt es beweistechnisch nicht genau so raus. So, und jetzt kommt quasi der Kniff dieses Beweises. Und zwar, wir setzen zwei Sachen. Und zwar für ein Epsilon größer 0 oder größer gleich 0 in diesem Fall, setzen wir jetzt zwei Dinger fest. Und zwar einmal a Epsilon. A Epsilon soll sein, das Integral über ganz Omega, Betrag f von t hoch p, das Ganze d mü und dann hoch 1 durch p plus das Epsilon. Also wir variieren die LP-Norm
ein ganz klein bisschen. Und genau das können wir auch nochmal hier hinschreiben. Das ist die LP-Norm von F plus von Epsilon. Und das gleiche machen wir jetzt nochmal für die LQ-Norm. Und das Ganze nennen wir B-Epsilon. Das soll einfach sein, das Integral Omega Betrag G von T. Das Ganze jetzt natürlich hoch Q d mu. Dann daraus die Q-te Wurzel. Und das variieren wir ebenfalls um Epsilon. Das ist also nichts anderes als die LQ-Norm plus von Epsilon. So. Epsilon gleich 0 ist möglich, aber uninteressant. Warum uninteressant? Was steht denn da, wenn Epsilon gleich 0 ist? Na, dann steht da LP und LQ. Worauf möchten wir hinaus? Auf die Ungleichung, die wir oben beweisen wollen. Und wir werden tatsächlich hinterher im Rückschluss sehen, dass Epsilon gleich 0 tatsächlich nicht das Problem ist, weil wir werden nachher einen Grenzübergang Epsilon gegen 0 machen. Und dann haben wir den Fall quasi mit abgefangen. Das ist quasi der Hintergrund. Das heißt, wir können uns jetzt einschränken auf Epsilon größer 0. Also auf die klassische Variante, wenn man so möchte. Sei nun Epsilon größer 0. So, was haben wir damit? Wir können jetzt dieses Zwei-Sternchen hier, also diese Konvexitätsaussage, anwenden auf zwei festgelegte Werte a. Also wende nun das Zwei-Sternchen an auf, ja worauf? Auf a gleich. Ja, bei a nehmen wir jetzt den Betrag f von t und teilen den durch das a epsilon. Das ist sinnvollerweise größer 0, weil oben steht ein Betrag, unten steht da epsilon, das ist eine Norm plus eine positive Konstante. Das kann also nicht mal 0 werden. Und dann haben wir noch b, das definieren wir analog. Wir nehmen den Betrag g von t und teilen den durch das b epsilon. So. Was folgt daraus jetzt? Jetzt können wir im Wesentlichen obige Überlegung anwenden. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Darauf wenden wir das nämlich an. Was ergibt das? Das ergibt a mal b. Das ist jetzt natürlich nichts anderes als Betrag f von t mal Betrag g von t geteilt durch dieses a epsilon mal b epsilon. Und jetzt sagt uns dieses Zwei-Sternchen, was wir an dieser Stelle jetzt anwenden wollen, das ist kleiner gleich als 1 durch p mal den Betrag f von t hoch p geteilt durch das a epsilon hoch p plus 1 durch q mal Betrag g von t hoch q durch b epsilon hoch q. So, das sieht jetzt erstmal alles noch nicht besonders schön aus. Aber das werden wir jetzt im dritten Schritt alles harmonisch wegdiskutieren sozusagen. Denn jetzt folgt der dritte und letzte Schritt. So. Ne, da hatte ich es glaube ich jetzt nicht geschoben, sondern da hatte ich es gerade. Ist aber auch egal, wenn das das Schwierigste ist. Diese Ungleichung, die integrieren wir jetzt über Omega. Was erhalten wir? Wir können hier vorne, wenn wir integrieren, a epsilon mal b epsilon rausziehen. Das ist konstant. Na, das sind ja die Normen. Und dann steht hier Integral Omega Betrag f von t Betrag g von t. Und das ist ja quasi das, was wir als kleiner unendlich haben wollen, weil das ist die L1-Norm von f mal g. Und wenn wir da zeigen können, dass die kleiner unendlich ist, dann haben wir diesen Teil 1 raus. Und wenn wir dann darüber hinaus quasi noch zeigen können, dass das kleiner ist als die zugehörigen Normen, dann haben wir Teil 2. Und damit haben wir dann insgesamt die Behauptung. Was haben wir jetzt auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite haben wir, das ist kleiner gleich. Und jetzt können wir hier ganz viel rausziehen, nämlich 1 durch p mal a epsilon hoch p. Dann kommt das Integral Omega über f von t im Betrag hoch p. Das ist aber nichts anderes als die Norm von f in der LP-Norm hoch p genommen. Weil was fehlt hier? Hier fehlt die p-te Wurzel. Das ist also die Norm f LP. Entschuldigung, hoch p. Ja, und hier hinten haben wir dann 1 durch q mal b epsilon hoch q und das Ganze mal die Norm g in der LQ-Norm hoch q. Das sind also völlig analoge Geschichten. Ja, und jetzt können wir sagen, okay, das epsilon war ja größer 0. Das heißt, wenn wir uns nochmal angucken, wie das definiert war, wir können hier oben
Da das Epsilon größer 0 ist, ist dieses A Epsilon immer größer als die Norm von f. Das heißt, wir können das hier nochmal nach oben abschätzen, indem wir sagen, okay, diese Norm von f ist auf jeden Fall kleiner gleich als das A Epsilon. Und das Ganze gilt natürlich auch für das Ganze hoch p. Also haben wir hier A Epsilon hoch p durch p mal A Epsilon hoch p plus B Epsilon hoch q durch p, durch q mal b epsilon hoch q. Und man sieht, das kürzt. Ne? Das heißt, hier bleibt stehen 1 durch p plus 1 durch q. Und das Ding kennen wir. Weil das hier, das sind gerade die zueinander konjugierten ja, Zahlen. Das heißt, hier kommt 1 raus, nach Voraussetzung. Das heißt, wenn wir jetzt die wichtigen Teile dieser Ungleichung mal grün markieren wollen, was haben wir hier stehen? Wir haben hier stehen dieser Teil, der ist kleiner gleich als 1. So. Was fehlt uns also noch? Naja, wir könnten jetzt diesen Teil hier ja auf die andere Seite bringen, also eine schlichte Äquivalenzumformung machen. Und genau das machen wir jetzt auch. Das ist nämlich einfach äquivalent dazu, dass das Integral Omega Betrag f von t, Betrag g von t, also das, was wir hinterher kleiner unendlich abschätzen wollen, dem μ, nichts anderes ist als kleiner gleich a epsilon mal b epsilon. Das haben wir bis jetzt raus. Das ist der Sinn dieser Ungleichungsumformung hier. Dafür haben wir das a epsilon nämlich definiert. So, und jetzt machen wir den Trick. Jetzt lassen wir das epsilon gegen 0 gehen. Das ist so ein ganz normaler Standardanalysistrick. Man macht irgendwas für ein epsilon und lässt dann das epsilon gegen 0 oder gegen unendlich oder was auch immer machen. Ja, und mit diesem Grenzübergang kriegen wir raus das Integral über Omega. Betrag f von t. Betrag g von t, dμ. Das ist kleiner gleich als a0 mal b0. Und da ist jetzt dieser triviale Fall drin, dass epsilon gleich 0 ist. Das ist natürlich jetzt nichts anderes, so haben wir es definiert, als die Norm von f in der LP-Norm mal die Norm von g in der LQ-Norm. So hatten wir es definiert. Und auf der anderen Seite haben wir hier jetzt natürlich gerade stehen, die Norm von f mal g in der L1-Norm. Das ist kleiner unendlich, weil f war in LP. Das ist kleiner unendlich, weil g war in LQ. Also ist das Produkt hier hinten kleiner als unendlich. Also ist f mal g in der L1-Norm kleiner als unendlich. Und dadurch, dass wir vorher diskutiert haben, dass die Exotenfälle rausfallen, ist fg in L1. Damit folgt Formel 3.3. Also daraus folgt fg in geschwungen L1 Omega μ. Formel 3.3 folgt daraus. Das war die Ungleichung und damit folgt die Behauptung und damit ist die Hölder-Ungleichung bewiesen. Und ich finde, dieser Beweis ist, wenn man den jetzt zwei, dreimal liest, auch schön durchsichtig. Weil da fallen zwar drei, vier Sachen vom Himmel, aber prinzipiell liest er sich ganz stringent. Und mit diesem Beweis der Hölder-Ungleichung würde ich dieses Video auch beenden. Das ist jetzt eine knappe Dreiviertelstunde Geschwader. Und ich würde sagen, wir machen dann beim nächsten Mal weiter mit der Minkowski-Ungleichung. Dann bekommt halt das Kapitel 3 ein paar Teile. Das ist, glaube ich, sinnvoller, als jetzt ein 2-Stunden-Video zu machen. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Fragen, Kommentare und Anmerkungen jeglicher Art kommen bitte wie immer in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es dann um die Minkowski-Ungleichung geht, inklusive des Beweises. Und mit diesen Worten sage ich erstmal Tschüss.